Am 12. November fand die Delegiertenversammlung der Volkssolidarität Pößneck e.V. in der Schätthalle in Pößneck statt. Grund war die Änderung der Satzung, Wahl des Vorstandes, Wahl der Revisionskommission und Wahl der Delegierten für die Landesdelegiertenversammlung. Von den 19 Punkten auf der Tagesordnung standen unter anderem der Bericht des Wirtschaftsprüfers, der Mandatsprüfungskommission, dem Vorstand sowie der Geschäftsführung auf dem Plan. Ihre Unternehmensgruppe sieht wie folgt aus. An der Spitze steht Ihr Verein, die Volkssolidarität Pößneck e.V. Dieser Verein hält 100% der Stammeinlagen an der Volkssolidarität Pößneck Pflege GmbH. Diese hat ein Stammkapital von 100.000 und im weiteren Anlaufkredite von Ihrem Verein gewährt bekommen. Weiterhin haben sich einige Mitglieder des Vorstandes und noch Delegierte im Landesverband und auch im Bundesverband engagiert. Und in den vergangenen Jahren durfte ich als stellvertretender Bundesvorsitzender der Volkssolidarität auch mitwirken und auch unsere Auffassung von der Basis hier von der Volkssolidarität Pößneck im Bundesvorstand der Volkssolidarität Deutschlands mit einbringen. Ich danke hier an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich allen Mitgliedern des Vorstandes, in den vergangenen Jahren für die Volkssolidarität gewirkt haben. Ich danke allen Mitgliedern der Ortsgruppen, allen Mitgliedern der Ortsgruppenvorstände und allen Delegierten, die sich in unserer Volkssolidarität hier engagieren, für das Wohl ihrer Mitglieder im Ehrenamt, ohne persönliche Vorteile, sondern für die Gemeinschaft. Sowas ist nur möglich, wenn man ein sehr gutes Team, und hier meine ich alle, gespannt warteten alle auf die Wahl des Vorstandes, den Christian Hergott als alter und neuer Vorstandsvorsitzender mit 98% wieder behaupten konnte. Auf der heutigen Delegiertenversammlung der Volkssolidarität Pößneck haben wir einen neuen Vorstand gewählt und ich freue mich sehr, dass auch in den kommenden 5 Jahren ich wieder als Vorstandsvorsitzender die Volkssolidarität Pößneck repräsentieren kann und mit meinem Vorstand gemeinsam in eine tatkräftige Zeit der nächsten Jahre starten kann. Wir haben viele Aufgaben vor uns. In den vergangenen 5 Jahren haben wir eine Reihe von Dingen auf den Weg gebracht. Wir haben viele Investitionen getätigt. Wir haben eine Reihe von Projekten angestoßen, die wir jetzt in den kommenden 5 Jahren weiter verfolgen wollen. Und wir haben jetzt 2 GmbHs in den vergangenen Jahren ausgegründet, in der Volkssolidarität Pößneck uns damit zukunftsfest aufgestellt. Das wollen wir in den kommenden Jahren gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Mitgliedern im Verein voranbringen. Und ich freue mich auf die Zeit mit dem neuen Vorstand und dass wir diese Veranstaltung heute hier so zeitgerecht, gut und in so einer großen Einmütigkeit hinbekommen haben. Vielen Dank dafür. Erster Stellvertreter wurde in Abwesenheit Michael Motte, zweiter Stellvertreter Dagmar Frutscher, dritter Stellvertreter Adelheid Künzel und zur Schatzmeisterin wurde Kathleen Kühn gewählt. Weitere gewählte Mitglieder des Vorstandes sind Regina Graven, Peter Orosch, Gabriele Peisker, Dr. Friedmar Rosbach, Carsten Sachse, Brigitte Schiller und Dieter Silge. Es gab Auszeichnungen für langjährige Dienste in und für die Volkssolidarität. So ging der Tag der Delegiertenversammlung der Volkssolidarität Pößneck e.V. in der Schätthalle zu Ende.